zurück zu einer neuen Folge hier zu Space Engineers mit dem Ice Dragon. Und dem Bio. So, nachdem wir ja gerade schon wieder gestorben sind. Ja, wir nicht, du. Na, wo ich wieder schon sehr glücklich drüber bin. Ich bin natürlich glücklich, das freut mich. Hat sie eine Tür drin? Nö, gut. So, müsste jetzt ja wieder eine Leiche jetzt wahrscheinlich wieder im Raumschiff liegen. Super. Ah, toll. Super! Hast du ja toll gemacht. Ja, ich hab's mir auch ausgesucht. Na klar. Ich weiß nicht, was das ist, ja, warum ich hier ständig sterbe. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ah, gut, nee, der ist schon weg jetzt. Haben das so ein Schweißgerät aufnehmen. Schön. Waren ja bloß ein paar Schallplatten drin gewesen. Und die Sauerstoffflaschen waren drin. So. Super. Das ist eine neue, ja. Ja. Aber nur noch eine, weil scheinbar ist es ja jetzt ja gerade Standard hier, dass ich jetzt hier. Ja, eine reicht an sich ja auch. So, du warst dabei gewesen jetzt gerade, habe ich gesehen, da der Treppenhaus dafür die zu bauen. Ja, ich bin damit beschäftigt, ja. Habe dir eine Flasche gemacht. Die kannst du dir im. Hast du schon. Super, gerade genommen, ja. Gerade genommen. Kannst du dir abholen, wollte ich gerade sagen, und nicht einfach selbst bedienen, ja. Hallo? Was soll das? Gibt es ja wohl nicht. Selbstbedienung. Bin's wohl. Was soll das? Alles rum das Fenster. Wenn dann sollten die Fenster schon alle in derselben Richtung sein. Wäre sinnvoll, wa? Weil man immer nur in eine Richtung durchgucken kann. Jetzt lass mal raten, dieses Fenster gibt es nicht andersrum. Alle möglichen Hauptfenster gibt es immer auch inverted. Ja. Das nicht. Warum? Sag mich nicht. Du bist doch immer ein Zwerg allwissend. Was ist das hier? Habe gehört, viele finden es halt cool, dass du immer so noch ein bisschen erklärst. Und. Mach ich. Deswegen wundert mich das, dass du jetzt mal was nicht weißt. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Aber das Problem, was heißt nicht weiß? Ich habe jetzt nur festgestellt, dass es das nicht gibt. So. Hat mit nichts mit nicht wissen zu tun. Mit nichts wissen zu tun? Nichts mit nichts wissen. Zweierfenster, das ist ein Zweierfenster, andere Seite. Das ist das Ecke, inverted, das ist das und das ist das. Top. Ja, das, was ich brauche, andersrum gibt's nicht. Weil ich will das hier unten nicht so eckig haben, ne? Weil hast du ja gesehen, ich habe die Tür ja so ein bisschen umbaut, ne? Noch mit Blöcken. Ja. Hast du gesehen, schätze ich. Ja. So, und das Problem ist, dass ich, ja. Das Schräge da nicht überkriege. Energie auch für zwischenzeitlich. Also irgendwie mag mich das Spiel heute nicht, hab ich das Gefühl. Mag dich nicht. Ja, manchmal hat man ja sowas. Kennt man ja. Tut man das. Jetzt das denn wieder hin, jetzt. Ginge natürlich, aber. Hast du die richtige Blickrichtung oder ist das die falsche Blickrichtung? Die richtige Blickrichtung. Andere Fenster trotzdem nicht dahin setzen, stimmt's? Das Fenster nicht so rum, wie ich es brauche, dahin gesetzt, das ist das Problem. So rum, wie ich es gern hätte. Das geht nicht. Tja. Ich probiere es weiter. Ich bin noch nicht fertig hier mit dem Ding hier.
So schnell gebe ich nicht auf. Wir könnten auch langsam mal wieder anfangen. Was, verarscht mich das hier oder was soll das? Ja, es verarscht dich. Eiskalt. Ja. Merkst schon, ne? Ja, wirklich. Jetzt. Dumme Sachen mit Drehen. Jetzt. Trottel! Eine Drehsache. Warum geht das jetzt wieder nicht? Schon wieder keine Stahlplatten mehr. Bert. Rot und der sagt mir nicht mal warum. Das ist immer toll, wenn er dann sagt, warum es nicht geht. Wenn es nicht geht, ist meistens immer irgendwas im Weg. Das ist das Problem. So, wo haben wir denn jetzt hier so eine. An der Raffinerie, ne? Konnte man Sachen herstellen. Ne, am Assembler. Ah. Wo ist denn der? Immer noch der Assembler. Mittlere Etage. Gibt's vier Stück davon. Ach, da. Fertig. Vorne am Treppenhaus liegt der Master. Genau. Und zwar möchte ich Produktion machen. Panzerglas? Nein. Kleine Blöcke nicht. Komponente? Nein. Warum ist denn das alles rot jetzt hier? War das schon immer rot? Ja, es ist rot. Na, diese ganzen Produktionsteile, die man bauen kann. Hast du oben den Fertigungsroboter? Ah, ja. Ausgewählt? Nein, jetzt habe ich ihn. Also, wie kann ich hier ein paar machen jetzt? Wie war denn das? Mit Steuerungstaste gedrückt halten kannst du 10 machen, wenn du Schiffe gedrückt hast, machst du gleich 100. Was hast du vor zu machen? Stahlplatten. Mach nicht zu viele, ich brauche den Assembler auch. Geht doch schnell, aber ich muss ja hier auch die Etage fertig machen. Außerdem sind noch 834 Stahlplatten im Container. Ja, die werde ich alle benutzen noch, glaub mir mal. Ja. Ja. Dann hör auf ihn zu belagern, der Assembler wurde noch gar nicht belagern lassen. Natürlich. Andere Sache, du solltest mal vielleicht mal hochkommen und mir mal sagen, bis wo. Bis, also, wie wir das jetzt mit dem Tor machen hier. Aha, sollte ich das? Ja, solltest du. Also, du lieber mal runter und guck dir das mal hier unten an. Erst wenn du nach oben kommst. Eine Nervensäge. Was willst du? Du sollst jetzt sagen, ob die Höhe stimmt. Weiß ich das? Na, ich weiß doch nicht, was du da mit dem doofen Tor davor hast hier. Ja, die Torhöhe passt auf jeden Fall mit 3 Feldern. Ja, sollte passen. Auch nach oben raus, ja, also. Ja. Na ja, gut. Ja, dann komme ich jetzt runter. Dann kann ich nämlich jetzt hier oben fertig bauen. Ja, schön, dann kommen wir jetzt bitte mit runter. Ja. Ah! Na toll. Munition hast du. Munition hast du bestimmt immer noch. Ich habe keine Munition, weil wir kein Magnesium haben, verfluchte Scheiße. So. Glas. Das alles, was hier geXt ist, wird Glas. Okay. Ja, da oben sehe ich schon, ja. Diese Ecke hier, die stört mich. Ich hätte gerne so abgerundet mit einer Stahlplattenecke, ne? Ja. Und dann ein schräges halbes Fenster nur drin. Es gibt so ein halbes Fenster. Das ist aber da nicht unten, ne? Invertiert. Und dann ist das von der Blickrichtung her in die andere Richtung, das ist blöd. Ja. Macht Sinn, ja. Oder ich müsste alle Fenster in die andere Richtung machen, aber nur wegen einem Fenster alle Fenster in die andere Richtung machen? Noch jetzt hast du ja nicht groß gemacht. Ja, ne? Nee, ich weiß, aber jetzt kann man, also dann kann man vom Treppenhaus aus in den Raum gucken. Aktuell. Ach so, okay. Finde ich sinnvoller. Als wenn man vom Raum aus in den Treppenhaus guckt. Warte. Ich wollte also mal rausgucken, weil du hast ja schon ein Fenster da. Ja, kannst du durchgucken. Ja, stimmt, ja. Was man natürlich nicht kann, und ich finde das so sinnvoller. Wenn man da reingucken kann ins Treppenhaus, statt in den Raum als ins Treppenhaus rein. Naja, gut, dann lässt es halt so, dann machst du halt kein Fenster rein. Dann machen wir mit der Ecke so machen, wie es jetzt da ist. Ja. Gut, alles klar. Gut, dann kannst du wieder hochgehen. Kannst du das weiß. Dankeschön. Bitteschön, immer gern wieder.
meine, man kann es ja auch nicht zu perfekt machen, das ist ja sonst ein bisschen doch viel. Nee, aber da fehlt einfach nur das invertierte Fenster, das fehlt mir. Es gibt so ein schräges Fenster, aber nicht invertiert, das gibt's nur einmal. Ich das nicht so gedreht, dass es passen könnte, würde. So, ich brauche nicht Unmengen an Trägern, wenn ich mich irre, und vor allem an Panzerglas. Und pro großen Fenster brauche ich 50 mal Panzerglas. Der Stahlplatte müsste eigentlich schon so gut wie fertig sein, oder? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Einmal habe ich, also brauche ich 500 mal Panzerglas. Plus, wie viel ist es? Das kleine noch. Plus 25. 525 mal Panzerglas. Guck mal, ob er fertig ist. Ach, meine Energie ist schon. Nein, er ist noch nicht fertig, gerade mal die Hälfte fertig. Na ja, gut, dann mach erstmal Stopp, dann kannst du deins. Weil irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, kooperieren die schon wieder nicht. Hatten aber schon mal kooperiert. Ja, aber es war nur einmal gewesen, danach gab es dann schon wieder Probleme. Hat einmal funktioniert, ja. Warum geht denn das schon wieder nicht? War doch nur im Slave den Kooperativmodus einzustellen, aber auch nicht. Die Assembler. Ja. Der Master läuft. Fördermann des Teams an, Kooperativmodus aus. Log im Terminal, Log umschalten, alles gut, alles schick. Läuft auf mich, meine Fraktion teilen. Alles wunderbar, und der Slave läuft auch auf mich und der hat Kooperativmodus an und trotzdem geht's nicht. So. So, die Schleuse unten heißt, also die Türen heißen Innentürdeck 0 und Außentürdeck 0. Ja. Mhm. Das hier unten ist Deck 0. Deck 0. Deck 0. Das ist ja eine 0. Naja, wir müssen jetzt mal Etagennummern langsamer machen, ne? Schon wieder? Ja, dachte ich mir auch schon wieder. Was soll das? Das ist reine Schikane, sag ich. Naja, nur um das Spiel so schwerer zu machen. Naja, ich muss mich ärgern. So. Boah. Du hast jetzt fast 1600 Stahlplatten drin. Ja, sollte reichen für die obere Etage. Hoffst du? Hoff ich, ja. Und ich breche erstmal ab, ich brauch Panzerglas. 525 hat er gesagt, oder? Ne, 600, oder? Nein, 525. Ach, ich liebe diese Musik. Das zeige ich in jeder Folge. Stehe so auf Soundtrack-Mucke. Ja, jetzt bloß wieder 525 Panzerglas. Jetzt brauche ich noch ein paar Träger. Jetzt sind wir das relativ schnell oder ja, dauern ja, die? Das geht auch schnell. Also, so wie die Stahlplatten, ja. Ja. So, 500. Jetzt brauche ich noch 10 mal, oder? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, genau, 10 mal 150, also 150 insgesamt, 150 mal Träger brauche ich auch noch, gehen aber auch schnell. Und 150. Okay, dann kann ich nicht die Glasfront hier öffnen. Wir haben noch genug Silizium dafür. Also das Glas brauchen wir Silizium. Bestimmt nicht. Wir brauchen zumindest gerade gute Lieferung. Der Glasfront. Sollte aber reichen. Hoffe ich. Nummer 1,5 sind noch erforderlich. Ah, reicht. Wir haben 8, 6 davon haben wir noch. Reicht noch für ein paar Etagen mit Glas. Ja gut, das müssen wir jetzt ja alles ja noch ausbessern jetzt, ja. Achso, wir wollten irgendwann mal den Gravitationsfeldgenerator versetzen eigentlich, ne? Wo sollte ja ein paar Etagen höher eigentlich. Ja gut, das kannst du jetzt ja erst über die nächste Etage machen jetzt so vom... Warte, ich komme. Kommst? Okay, komme. Warum schwebe ich eigentlich schon wieder die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade runtergekommen bin. Ich voll Idiot. Das weiß ich eigentlich auch nicht. Hast du hier nichts zu bauen oder was? Hast du nichts zu tun? Ja, jetzt hier nichts zu tun. Hier oben warten noch ein paar Raffinerien auf dich.
Übrigens haben wir hier eine fertige Raffinerie, aber keinen Anschluss an das Conveyor-System, ne? Ja. Aber der Anschluss ist nicht fertig. So, ja, ja, ja. Ja. Gut. Hilft uns so nicht viel. Nur ich wollte jetzt hier oben einfach mal spontan. Wie sieht denn das so komisch aus von der anderen Seite? Das sieht das komisch aus. Achso, da fehlt die Außen. Die Außennaht fehlt. Nee, weil die Außen noch fehlen. Deswegen hast du da diese Rillen drauf. Ah. Nee, weil die Außenschräben fehlen. Hier. Nee, aber das sieht doch so komisch aus hier. Das hier. Irgendwie ist so ein Farbenunterschied hier. Von dem jetzt hier zu dem jetzt hier. Nein. Doch, also bei mir schon. Nein, wenn man Licht anmacht, ist es kein Farbunterschied. Hm. Na, wenn du das sagst. Alles tutti. Alles tutti frutti. Tutti frutti. So, liebe Leute, aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Komm wieder. Der Wahnsinn, wie schnell es geht. Gut, bedanken wir uns wieder fürs Zugucken und hoffen, ihr seid mit beim nächsten Mal wieder dabei. Vielleicht wird es dann wieder mal ein bisschen spannender. War ja mal ein bisschen ruhiger gewesen, jetzt wo wir mal kein Oxygen schnell herbestellen mussten. Kein Oxygenmangel hatten, genau. Alright, und somit sagen wir wieder mal danke fürs Zugucken. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.